Der Tracker zeigt an, dass du auf dem Weg zu Oliviers Büro bist. Okay. Ich piepst dich an, wenn du fertig bist. Ich muss dich um was bitten. Okay. Bonjour. Gehen Sie rein. Er wartet Sie schon. Ja, alles klar. Hallo? Ich will rein. Ich darf tatsächlich mit dem Ding nicht in der Hand da rein. Okay. Moin, hey, Chef. Ja, solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff nicht gefährden. Edward Kenway ist... Aber so hat Hollywood auch einmal angefangen, oder? Mit Piratenfilmen. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Und jetzt haben wir Zugriff auf das echte Material. Oui, oui. Ganz genau. Wir besprechen das alles bei der Aktionärssitzung. Gut. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Mach's gut, Leticia. Salut. Hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorio. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh, das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, oui, oui. Tout va bien. So, die eigene Animus Workstation erreichen. Na, dann machen wir das doch mal glatt. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass wir hier tatsächlich das erste, dass wir hier dann eigene Verlust machen. Wie gesagt, kann aber auch sein, dass unser nächstes dran ist. Ich weiß es noch nicht. Ja, und wir sind immer noch. Hast du eine Sekunde? Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir ist seit heute im Urlaub und hat vergessen, dass sie mir noch ein Video schicken wollte. Mit allen anderen auf der Etage komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Ist ganz einfach. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, loggst dich ein und überträgst die Datei. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich auch zu hassen. So, Animus Position des Kollegen erreichen. Warte mal, wo müssen wir denn da hin? Warte mal, wir sind eigentlich unterwegs weg davon. Wir müssen also quasi mehr oder weniger da lang. Richtig? Bin ich richtig? Ja, warte mal. Nee, bin ich nicht. Ich muss da aber. Muss ich da rein? In die Ecke hier? Verschlossen. Kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man wie ich Sicherheitsfreigabe Stufe 1 hat. Hast du jetzt auch. Missbrauche sie nicht. Log dich ein und ich führe dich da durch. Warte mal, ich muss da. Irgendwo ran. Hier muss ich hin. So, warte mal. Wo muss ich denn da? Warte. Das ist irgendwie schon das Richtige jetzt. Das Problem, ich muss mal gucken, wo der Wegpunkt ist. Wo ist denn der? Wo ist denn da hin? Hier in den Beziehung hin oder? Sekunde, ich muss mal ganz kurz meine Katze rauslassen. Muss ich mich dann da, wo muss ich denn da melden? Da haben wir einen PC. Warte mal, ist der hier hinter? Okay, gut versteckt. Jetzt musst du den Kern
an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Hab ich's geschafft, oder was? Gut, jetzt lege ich die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Okay. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fischer Case über Subjekt 17, das mit Miles. Das Objekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe. Doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug, um Knochen zu schmelzen, was auf eine kurze, aber intensive Verbrennung deutet. Ehrlich gesagt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Kopf, Nacken und Torso sind nahezu unverletzt. Handverlesene Agenten nahmen ihm Flüssigkeitsproben ab, Blut und Speichel. Dann begannen wir mit der Materialentnahme und konnten einige beispielhafte Gewebeproben sichern. Die Datenanalyse und Sequenzierung hat bereits begonnen und macht, wie ich höre, gute Fortschritte. Mithilfe der Cloud-Datenbank und der Arbeit von Abstergo Recovery Unit 3 wird das Vermächtnis von Subjekt 17 ungestört als Sample 17 weiter bestehen. Okay. Abduktionsbericht Subjekt 17. Okay. Können wir uns angucken, können wir zu lesen? 23. Dezember 2020. Aber gerade. Okay, dann brauche ich das jetzt nicht nochmal anzugucken. Hey, du bist ja besser, als ich gehofft hatte und jetzt im Eischritt runter in die Lobby, na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön. Sobald du sie abgegeben hast, tu so, als wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kuh wartete unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Wir könnten natürlich jetzt nach und nach die ganzen Computer hacken. Kann ich da ran? Ich darf nicht, oder was? Hey, das ist doch ein Computer, warum darf ich nicht checken? Scheinbar darf ich, muss ich gucken, dass da keiner dran sitzt. Da sitzt natürlich keiner dran, den darf ich jetzt. Darf ich die Kuriere warten zu lassen? Ja. Keine Mäuse. Na gut, dann machen wir da mal weiter. Was ist denn der Schatz? Bin ich jetzt blöd, oder? Ja, ich kenne das. Das Spiel, das ist ein bisschen wie,
Scheiße. Geschafft. Okay, es ist ein paar Wochen her seit meiner letzten Aufnahme. Tut mir leid. Natürlich, ich meine, für dich sind es nur ein paar Sekunden. Ein Schritt runter in der Playlist. Jedenfalls, ich sprach von Clay, Kismarek, Subjekt 16. Also, als ich damals in Italien ins Koma fiel und im Inneren des Animus aufwachte, war es so beruhigend. Es war, als wäre ich in einem Traum erwacht, einem Nebelschleier. Einem Traum, in dem dieser ganze Müll nie passiert ist. Ich fühlte mich, als müsste ich mich auf einen weiteren Tag hinter der Theke im Bad Weather vorbereiten und... Ich werde mir das jetzt nicht die ganze Zeit anhören, tut mir leid, also... Ich kann jetzt natürlich nach und nach die ganzen Computer hacken. Hier ist wieder einer. Komm, den letzten machen wir noch. Schon wieder einer? Das gleiche Spielchen wieder von vorne? Scheiße. Scheiße. Mann! Die Lücke ist ganz klein, ne? Nur eine Frage, wenn ich irgendwann rankomme, komme ich da rein, raus? Scheiße. Fuck. Scheiße. Zu schnell. Geschafft. Ja, manchmal muss man ein bisschen die Fresse halten, damit du einfach weitermachen kannst. Aber wir werden jetzt, wie gesagt, nicht nach und nach die ganzen Computer hacken. Wir könnten natürlich jetzt sagen, ey, scheiß drauf, wir holen jetzt erstmal die ganzen Computer. Aber das wäre jetzt einfach zu viel und unnötig. Eine weitere Audiodatei brauchen wir jetzt nicht. Wir haben sie zumindest eingesammelt. Ich meine, wenn ihr jetzt Bock habt, sich die ganze Zeit noch anzuhören, ich nicht. Und ich spiele sowieso, wie ich will. So. Gut, dann machen wir das mit dem Kurier. Mal runter. Du bist echt eine Diva. Geht zum Kurier. Ja, ja, ist ja gut. Salut. Ja. Ja, hier? Durch. Nee, da nicht durch. Da durch, irgendwo. Schauen wir mal sich hier rein. Ja, zum Aufzug. Klar, wie gesagt, ich könnte jetzt alle Computer irgendwie mal kurz eben hacken, aber ja, vielleicht machen wir das noch so Step by Step. Das gehört irgendwo mit Gefühl dazu. Aber ich will ja weiterkommen, ich will ja noch ein bisschen was tun heute. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße, du brauchst noch mehr Übung. Was? Nein, 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 ich habe mich Wort für Wort ans Rezept gehalten. Das ist Kunst, Sean, keine Wissenschaft. Warte mal kurz, ich muss irgendwo anders hin. Ich muss nicht hier hin, sondern... Da. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer?
Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Zum Animus. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Na dann, geht's mal wieder weiter, ne? Mit unserer Story hier. Assistance au niveau 2, Projet Échantillon 17. Support in die zweite Etage Sample Detail Projekt. Da müssen wir hin. Mit PC. Ja, mal Connector. Connector, Connector. Oi. Wo willst du hin? Zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Da sind wir wieder. Great Inagua, März 17/16. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Na denn. Wir sollen James Kidd folgen. Das machen wir aber nicht in dieser Folge. Wir gehen jetzt, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann folgen wir James Kidd. Bis dahin. Tschüss.